Der Kometenplatz im Sommer letzten Jahres. Gruppen von Jugendlichen sorgen für Schlagzeilen. Sie attackieren Anwohner und Geschäftsleute. Auch Personal und Gäste des Kühlpavillons sind damals betroffen. Also das Schlimme ist bei den ganzen Jugendlichen die Beleidigungen, die Respektlosigkeiten Gästen gegenüber, unserem Personal gegenüber, Bedrohungen im Allgemeinen, auch Passanten, die hier über die Straße laufen, einkaufen gehen und sonstige Sachen. Da kommt es zu Übergriffen verbaler Art, mit Steinschmeißerei, mit Bedrohungen, Bespuckungen der Gäste. Also das ist schon nicht ohne. Felix Banaschak kann die Sorgen nachvollziehen. Der Bundestagsabgeordnete für den Duisburger Norden sieht auch eine noch größere Gefahr. Und wenn Menschen das Gefühl haben, der Staat kriegt es nicht mehr hin, und worin sich das dann auch immer äußert, ja, dann vertraue ich eben auch nicht mehr den Parteien, die dafür stehen. Und das ist ein Warnsignal an uns alle. Und natürlich spielt dann auch sozusagen der eigene Lebensraum eine große Rolle. Wenn man auch sieht, die DVG kriegt es nicht hin, dass die Bahnen vernünftig und regelmäßig fahren. Und wenn eine Bahn fährt, dann ist die brechend voll. Das ist auch ein Zeichen davon, dass die Dinge nicht mehr richtig sind, weil Leute sich zumindest erinnern, das war nicht immer so. Und das trifft manche Gegenden stärker als andere. Und dazu gehört der Kometenplatz und das Umfeld sicher dazu. Aber Polizei und das städtische Ordnungsamt haben gehandelt, ihre Präsenz auf dem Kometenplatz erhöht. Aktuell habe sich die Situation verbessert, ist aus dem Kühlpavillon zu hören. Die Maßnahmen der Behörden scheinen also erste Früchte zu tragen. Die Menschen vor Ort befürworten mehr Polizei. Sicher fühlt sich aber noch längst nicht jeder. Bei mir ist dann auch manchmal aufgefallen, wir kamen dann auch zufällig beim Kometenplatz und dann ist halt ein Polizeiwagen, hat hier eine Runde gedreht und man hat genau gesehen, wie als Fußgänger, wie sich so Grüppchen dann in die Passage neben Kaufland verdrückt haben. Ne? Und die Polizei ist dann rausgefahren und ich sage jetzt mal, wenn die weg sind, tauchen die wieder aus den dunklen Ecken auf. Ne? Ja, man müsste, ich sag mal, die Jugendlichen anders, hoppla, anders irgendwie beschäftigen. Und mit denen sich mal an den runden Tisch setzen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gelesen, irgendwas mit Kameras, aber das ist wohl noch nicht durch, ne? Um den Kometenplatz zu befrieden, wurden auch Forderungen nach einer mobilen Überwachungsanlage laut. Sie kam zum Beispiel auch nach der Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt zum Einsatz. Der Einsatz einer solchen Anlage ist aber an verschiedene Bedingungen geknüpft und nicht notwendigerweise das effektivste Mittel für die Situation auf dem Kometenplatz. Ja, so eine mobile Videobeobachtungsanlage ist eine von vielen Einsatzmitteln, die die Polizei nutzen kann. Es müssen gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss aber auch geschaut werden, macht so eine Anlage überhaupt an der Örtlichkeit zu dem Zeitpunkt auch Sinn? Sprich, wie sind die räumlichen Gegebenheiten? Kann eine Kamera, die statisch irgendwo hingestellt wird, die komplette Räumlichkeit auch videografieren oder gibt es verwinkelte Straßen oder Gassen? Außerdem muss man ja auch bedenken, dass solch eine Anlage auch viel Personal bindet. Sprich, es müssen mehrere Polizeikräfte vor einem Bildschirm sitzen, 24/7 die Bilder überwachen. Es sollte immer eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe sein, um im Notfall auch eingreifen zu können. Und dann stellt sich die Frage, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, die Polizeikräfte direkt vor Ort einzusetzen. Die aktuellen Maßnahmen zeigen zwar erste Wirkung, aber auch die Winterzeit dürfte ihr Übriges dazu beitragen. Doch langfristig wird es wohl mehr brauchen als Streifenwagen und Kameras. Viele Menschen in Walsum spüren, dass sich ihr Stadtteil verändert. Das bemerkt auch Felix Banaschak, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Er ist heute hier, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Naja, vorhin hatte ich ein älteres Ehepaar, ein Rentnerpaar da, die gesagt haben, die hätten sich nicht vorstellen können, dass sich Walsum mal so entwickelt. Und da waren natürlich unterschiedliche Themen auch gemeint. Und ja, man sieht das in Duisburg an manchen Stellen, dass sich einfach Viertel in eine ganz schlechte Richtung entwickelt haben, dass ja nicht nur Kriminalität, sondern auch Armut, Arbeitslosigkeit und so weiter eine große Rolle spielen. Und ich glaube, das muss auch ein Auftrag sein für eine Stadtgesellschaft und eine Stadtpolitik, dass sie jetzt halt nicht einzelne Teile einfach verloren gibt und sagt, na gut, dann ist das jetzt halt so. Für den Moment ist es ruhiger geworden um den Kometenplatz. Damit das aber auch so bleibt, werden Politik und Behörden gemeinsam anpacken müssen.